Kapitel 2 abgeschlossen. Hoi, hoi. Lukas, komm, jetzt gleich. Komme. Ich habe Hugo weinen gehört. Was ist? Er hat nicht gut reagiert. Er hat einen Anfall. Was? Mutter! Du musst das beenden. Wir kennen den Mann nicht. Amicia, diese Sache musste irgendwann geschehen. Und dieser Mann ist ein ehrenhaftes, hochrangiges Mitglied der ältesten Alchemistenschule. Der Orden kennt die Makula. Hugo ist nicht allein. Ich bin hier. Wir brauchen Nachtschatten gegen das Zittern. Und zwar so schnell wie möglich. Außerhalb der Stadt findest du einen Kräuterkundler. Er lebt am anderen Ende des Metzgerviertels, ganz kurz vor dem Wald. Du wirst ihn sehen. Natürlich. Ich komme mit. Hier bin ich ohnehin nutzlos. Es wird einfach immer schlimmer. Ich weiß, du machst dir Sorgen, aber lass Magister Vaudin ein bisschen Zeit. Zeit? Wofür? Damit es Hugo noch schlechter geht? Für seine Tests. Er versteht etwas von seiner Arbeit. Er ist der Beste in seinem Gebiet. Ach, hör doch auf! Er behandelt meinen Bruder wie ein Tier. Nein, wir brauchen eine andere Lösung. Wie die Insel, von der Hugo träumt. Ein Traum, Amicia. Was sollen wir damit anfangen? Bitte, gib ihn einfach noch nicht auf. Mach ich nicht. Aber das reicht nicht mehr. Alle verschwunden. Wir müssen hier entlang. Unfassbar, dass sie den Zugang zur Arena gesperrt haben. Was ist da passiert? So, unser Tor müsste da drüben sein. Oh, hier stinkt. Das heißt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Da ist es. Alles klar. Bist du bereit? Ja. Ja, gehen wir. Kann losgehen. Jetzt scheint die Sonne. Okay. Loop. Faules Fleisch. Die Slums. Ja, das hier ist das Metzgerviertel, der kürzeste Weg zum Kräuterkundler. Hört, hört! Ich habe alles Geflügel, das man sich nur wünschen kann. Schweinefleisch, saftige Bratenstücke, köstliches Fleisch. Köstlich ist klar. Da ist das Stadttor. Wir sind noch nicht da. Und Hugo könnte es jetzt schon schlechter gehen. Beeil dich. Wird schon alles gut. Schon ganz schön weiter Weg bis dahin. Vater ist ganz allein. Die Hühner haben gerade irgendwie gekämpft. Gehen bald, Mama. Was ist los? Oh, lasst uns durch. Was ist das? Anscheinend nichts Gutes. Dieses Viertel ist jetzt gesperrt. Was? Auf Befehl des Grafen Viktor von Arl. Kein Zutritt. Zu eurer eigenen Sicherheit. Sperrt uns nicht aus. Nein, Hugo kann nicht warten. Vielleicht kommen wir woanders rein. Sagt schon, was los ist. Meine Kinder sind da drin. Da. Wir wissen, da ist eine Seitengasse. Was meinst du? Uns? Gab es Tote? Oh, wie kommen wir da rein? Warte. Oh, Entschuldigung. Ich glaube. Ha, wusste ich's doch. Ja. Hier lang. Ach, die Innereien. Sieht sicher aus. Ob hier jemand wohnt? Sind gleich wieder weg. Oh, nicht wirklich, oder? In die Schlachtabfälle? Da sollen wir rein? Los geht's. Nicht nachdenken und nicht atmen. Oh nein, 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 nein. Oh nein, nicht kotzen. Ja, hab was in den
den Mund gekriegt. Atmen, hab ich gesagt. Ich hatte Panik. Oh, Lukas. So viele Lebewesen, die daraus geboren werden. Warum denkst du ausgerechnet jetzt an sowas? Weil ich sonst den Verstand verliere. Ja, aber so verliere ich vielleicht meinen. Es ist nur Materie, die sich verwandelt. Genau. Oh Gott. Der Boden ist voller Blut. Wie die Arena. Das ganze Gebiet ist ein Köder. Hier können wir uns nochmal auffüllen, okay. Gute Idee. Ist noch ein bisschen Schwefel drin, oder? Yeah. Der Karren steht im Weg. Na dann. Wir müssen weiter. Hilf mir mal bitte. Ja. Wir brauchen Licht, und zwar schnell. Ich wusste es. Sie schwärmen aus. Jetzt müssen wir schon wieder durch sie durch. Das schaffen wir. Denk einfach nur an den... Hörst du das? Hier sind immer noch Leute. Sie haben das Viertel nicht evakuiert. Genau wie in der Arena. Die Feuer sind nicht hell genug. Wir kommen nicht rüber. Easy. Das Fleisch. Sie müssen sich bewegen. Sie wollen doch den Kadaver, oder? Klar, natürlich. Da kommen sie nicht ran. Der Beutel. Genau wie die auf dem Karren. Schieß mal mit der Schleuder. Was ist das für Pulver? Salpeter. Wird eigentlich zum Pökeln verwendet, aber wir können damit die Flammen ersticken. Gut, so das ist noch mehr Salpeter, oder? Ja, jede Menge. Wenn die Leute da draußen nur wüssten, was hier los ist. Ihre Familien, ihre Kinder. Die Armee kann das niemals vertuschen. Hier wird Chaos ausbrechen. Himmel, sie sind überall. Oh, lass uns gehen! Warte! Das Licht! Stadtbewohner? Vermutlich. Wie viele sind noch hier? Das ist nah genug. Komm, geh da weg. Moment, ich nehme was mit. Das Zeug ist nützlich. Jo, pack was ein, Mann. Alles klar. Tob dich aus. Oh. Alles im Griff. Bleib hinten. Okay, wir bleiben hier. Das wäre geschafft. Und hier. Das war's. Und jetzt weiter. Ja, gut gemacht. Ich hoffe, wir finden hier unseren Kräuterkundler. Er wohnt außerhalb, oder? Da könnte weniger Chaos sein. Kiste. Schwefel und Alkohol? Ja. Messer, oh yeah. Geil. Ich hab noch drei erwischt. Haben sich ganz schön gewehrt. Hey! Was treibt ihr hier? Wir sind schon weg. Hier kommt niemand raus. Befehl ist Befehl. Halt, nein. Ihr solltet tot sein. Er wirft gleich. Amicia. Oh Gott. Das war so knapp. Du hast gerade einen Soldaten der Provost getötet. Ich weiß. Warum hat er angegriffen? Sieh nur. Sie ermorden die Bewohner. Sie säubern jetzt die Viertel. Scheiße! Naja, das hat sich wohl erledigt. Die Scheißen töten schneller als wir. Er exekutiert uns sofort. Wir oder sie. Öko kann nicht warten. Er braucht den Nachtschatten. Da hast du wohl recht.
Hör zu. Du kannst Salpeter verwenden. Nimm das und stell ein bisschen Extinguis her. Das sollte reichen, um die Fackel zu löschen. Extinguis, okay. Okay. Extinguis, alles klar. Fertig. Jetzt schieß es auf die Fackel um. Naja, ich weiß. Naja. Mein Gott. Tja, hat geklappt. Ich habe schon Übung darin, aber... Lecker, schmecker, klein und rund. Verstörend. Ja. War vielleicht nicht das letzte Mal. Runter, da ist noch einer. Je mehr Leichen auf der Straße, desto mehr verdammte Ratten. Scheiße, ich mach die Türen sicher nicht auf. Ich weiß, was da drin ist. Keine Zeit für Gewissensbiss. Hugo wartet. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der Stadt gebracht werden. Klar, weil die Ratten den Leichen hinterherrennen. Wie kann man nur so dumm sein? Was zur... Geh da drüben! Was macht ihr da? Ja, warum machst du das nicht? Ihr gehört mir! Verdammt! Nein, nein, nein! Nein. Scheiße. Okay, ich muss warten. Kurz mal gucken. No. Kurz mal antworten. Heieiei. Und nochmal. Und markiert die Häuser, die ihr gesäubert habt, mit einem Kreuz. Die Leichen müssen dringend aus der... Was ist das? Hey, komm mal runter hier. Hier da. Bleibt stehen. Na komm. Na komm. Das Stadttor. Endlich. Oh nein, sie verlassen die Stadt, da wohnt der Kräuterkundler. Sag nicht, dass sie auch die Vororte säubern wollen. Verdammt! Nein, ganz ruhig. Wir sind bestimmt schneller als die. Das hört nie auf. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Oh, gut was drin. Okay, nice. Ein Werkzeug. Mit einer Werkbank könnte ich meine Ausrüstung verbessern. Gibt's was Neues vom Grafen? Soldaten! Nein. Dem Wolf den Oberbefehl über die Stadt gegeben. Dem Wolf? Das erklärt das Gemetzel. Der Mann ist ein Kriegstreiber. Zwei Fackeln? Zu viele für ein Extinguis, aber füll es in einen Krug, dann entsteht eine Wolke. Ein Topf Extinguis. Könnte klappen. Was machst du da? Die Sammler haben schon alles ausgeräumt. Vielleicht haben sie was übersehen. Na dann viel Glück. Hey, ich hab doch jetzt gerade gemacht, oder nicht? Kann. Ah, jetzt. Echt jetzt? Die waren das. Ganz sicher. Nicht unpraktisch. Die haben uns schon genug Zeit gekostet. Komm. Das Fallgitter ist unten. Das lässt sich bestimmt wieder öffnen. Na klar. Kriegen wir doch hin. Alle hier rein. Ich hoffe, Hugo hält durch. Tut mir leid, aber er hat Schlimmeres überlebt. Das muss aufhören. Und los. E gedrückt halten. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Was? Oh, das Ding rastet nicht ein, also müssen wir rennen. So, lass auf mein Kommando los. Und los. Jetzt, los. Ich komme. Komm schon, schneller. Ich bin direkt hinter dir. Puh. Ja. Geschafft. Gut gemacht.
Schau, keine Ratten. Die haben also an der Mauer angehalten? Mauern sind denen egal. Ihnen geht's nur ums Futter. Ich sehe auch keine Soldaten. Hey, mir ist gerade was eingefallen. In Vaudans Labor war ein Fresko einer Insel. Ich habe sie gesehen, Lukas. Was sagst du jetzt? Vaudan scheint sie zu kennen. Schon gut, schon gut. Ich frage ihn. Danke. Also, Mutter hat gesagt, dass der Kräuterkundler am Waldrand wohnt. Dürfte nicht mehr weit sein. So still hier. Verdächtig. Hier waren vor kurzem noch Leute. Wurde vor kurzem noch benutzt. Okay. Hey, eine Werkbank. Damit kannst du deine Ausrüstung verbessern. Geil, warte kurz. Guck mal an. Jo, mach ich. Wir wissen ja nicht, was uns noch erwartet. Stimmt. Meins, meins, meins. Und schauen wir doch mal. Werkzeug. Werkzeuge. Nicht genügend Materialien, okay. Das können wir machen. Ja, das hätte ich gerne. Aber hey, bin erstmal glücklich mit dem, was wir haben. Praktisch. Praktisch. Bist du soweit? Ja, gehen wir. Gehen wir. Runter da jetzt. Oh, hier ist eine Leiche. Die Ratten? Nein. Erstochen. Ja, von hinten. Vermutlich Soldaten. Hab Ratten gehört. Echt jetzt? Die sind ja überall. Hier auch. Sag ich doch. Mauern bringen gar nichts. Sie riechen die Kadaver. Ja, sie folgen einfach dem Blut. Aber wir wissen nicht, wo die Blutspur aufhört. Darf ich jetzt? Zack, zack. Einmal machen. No. Hey. Hier wird nicht an ihr knabbert. Konnte. Und Schlag. Das kam überraschend. Oh, der Dreckskerl. Ich fürchte, die sind wir noch nicht los. Das muss aufhören. Wo ist der verdammte Nachtschatten? Ich weiß, es ist die Hölle. Aber konzentriert euch auf eure Arbeit. Die Leichen müssen im Licht. Sammler, nehmt nur mit, was die Garnison braucht. Essen und Waffen. Kommt mir nicht so nah. Als wären wir im Krieg. Den sie schon verloren haben. Das ist für alle, die du ermordet hast. Wir haben keine Zeit für Rache, Amicia. Er war sowieso im Weg. Sie dürfen nicht entkommen! Sie auf! Sie haben uns! Haben Sie das wirklich? Ich glaub ja nicht. Oh, scheiße. Erwische ich euch noch! Eindringlinge, kommt mit! Nein!
kommt. Ja, sollen sie. Let's go. Wir machen das schon. Wen haben wir denn da? Wir wurden entdeckt. Nein, 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 nein. Ich wollte mir das Messer endlich aufsparen, aber ging jetzt nicht anders. Okay, let's go. Schwertern. Gefällt mir. Yes. Schön voll looten. Ihr wollt mich fressen? Nein! Ich musste es tun. Vielleicht. Aber es ist sowieso zu spät. Ich habe gar nichts gemacht. Der Nachtschatten, Lukas. Es ist aus. Noch nicht. Ich weiß, wie er aussieht. Es ist also nicht alles verloren. Wir müssen nur seine Werkstätte finden. Aber reiß dich zusammen. So kannst du... Ich versuch's ja. Aber dank diesen Mistkerl geht's mir nur noch schlechter. Ich weiß, dass ihr hier irgendwo seid. Ich finde euch. Ich bleib hier, ob's mir gefällt oder nicht. Seymour? Hä? Versteckt ihr euch ab, endlich! Nein! Scheiße. Du hattest deine Chance. Wir gehen mal kurz herum. Okay, wir können auch keinen Ignifer mehr machen. Bin ich doof?
Versteckt euch ruhig, aber ich finde euch. Die waren das, kein Zweifel. Da drüben seid ihr, Alter. Nein, sind wir gar nicht. Sie sehen uns. Okay, ich bin tot. Ich bin so tot. Okay. Ja, okay, okay. Ich würde gerne da in dem Haus mal nachgucken, ob da was ist. Nein, nein, das lasse ich besser. Dann lass uns weitergehen. Die sind durchs Tor gekommen. Die Werkstätte muss also irgendwo auf der anderen Seite sein. Ja, gehen wir weiter. Die Werkstätte. Hä? Hallo? Kannst du jetzt... Spiel? Ich bleib einfach hier. Oh, meine Nase. Ja. So ist es richtig. Ah, ist verriegelt. Ganz ruhig. Die Mauer ist uralt. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja. Mal sehen. Hier. Yippie. Mir nach. Und schön. Ja. Gut. Wir sind wohl erstmal sicher. Ja, danke. Wie krank ist der denn? Du hättest sie nicht alle töten müssen. Sei froh, dass du nicht auf einem dieser Karren liegst. Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Wie sieht Nachtschatten denn aus? Such nach einer lila Blume in der Form eines Sterns. Lila Stern. Lila Stern. Oh, keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Nein, nein, falsche Form. Ist schon gut. Such einfach weiter. Oh nein. Die Blumenhändlerin. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Die Arme. Wir gehen mal rein.
gehen nicht rein. Nein, das ist er nicht. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Ja, toll. Danke. Da wollte ich gerade reingehen. Gartengeräte. Oh, lauter Schrott. Das kann doch nicht sein. Das ist doch sinnlos. Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm. Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Schwitzige Hände. Sucht alles ab, Männer. Amicia, sieh mal. Ihr bleibt hier auf Patrouille. Meldet jede verdammte Ratte. Alle anderen kommen mit mir. Ein dicker Gegner. Medizin, alle möglichen Güter. Nein. Sie gehen rein. Was sollen wir tun? Wir töten sie alle. Hey. Was? Es geht dir nicht gut. Doch. Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Na dann mal los. Dann können wir ihn jetzt vielleicht spielen, hä? Huh? Was passiert mit mir? Blutdurst. Ich kann den halt nicht töten. Hol Lukas, hol den Nachtschatten, hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Ich sollte lieber da drüben nachsehen. Ihn können wir töten. Und den da drüber auch. Problem ist, der Typ ist da zu nah dran, der würde uns hören. Geh noch ein bisschen weiter. Amicia, warum ist denn... Sag mal. Maus voll langsam gewesen. Ja, wir müssen da schon hoch, ne? Stay out!
jemand tot! Alarm! Hä? Hm? Ist alles sauber. Da! Da! Haltet ihr! Da! Da! Ja! Oh nein, der kommt. Kleinen Moment, ich muss kurz einsammeln. Merci. Ah, hier hätten wir reinklettern können. Nice. Bewegt euch! Umzingeln wir sie! Nur eine Frage der Zeit. Noch ein schmutziger Trick. Hä? Ah, aufhören! Halt durch, Lukas. Ich bin hier. Ich lass sie bluten. Was ist los? Hey! Hier wurde jemand ermordet! Findet den Übeltäter! Der hat Schwefel. Der Typ hat Salpeter. Alles deine Schuld. Jetzt kümmere dich drum. Seltsam. Was ist da? Ihr seid... Okay, da geht's nicht lang. Verdammt, du bist tot. Excusez-moi, Alter. Au. Kein Messer. Kurz mal weg. Gar nicht. Du findest mich nicht. Gelernt, räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Au! Oh. Scheiße, verzogen! Au! Oh. Vielleicht ein bisschen wehgetan. Aber ich hab gedacht, ich muss erst auf die Dings zielen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt, hier bin ich! Ja! Ja! Da! Hallo? Ich würde gerne nicht sterben.
Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's! Da! Siehst du, die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Nein! Ich hab die Angst so satt! Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst! Er hat ein Schild! Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Amicia, dann sehen sie nichts mehr! Ja! Ja! Da! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an! Das sind zu viele! Es kommen immer mehr! Wir müssen hier weg! Dann geh halt! Das ist jetzt mein Revier! Hier werden sie sterben! Ich mach dich krass! Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst! Mehr hast du nicht drauf! Ach komm! Du musst aufhören, sonst sterben wir! Falsch! Du hast nur Angst! Aber die musst du ihnen anjagen! Ja, komm! Braver Hund! Da! Siehst du ein Kind hier nicht? Ja, ein Kind, das euch kalt macht! Nur Geduld! Du bist auch bald dran! Hier drin! Wo es lang geht! Ja, kommt! Versucht's doch! Hört mal her! Ab jetzt bestimm ich die Regeln! Männer! Die Ehre der Welt in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So gottverdammt tot! Okay, von hinten. Die dreht gerade so ein bisschen durch, oder? Elende Köter! Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's! Kommt, hier bin ich! Da hast du's! Da! Siehst du, die können nichts! Kein Grund, Angst zu haben! Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg! Nein! Ich hab die Angst so satt! Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist! Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht! Eindringling! Sie ist bewaffnet! Schieß auf die Beute, Amicia, dann kriegt sie nichts mehr. Ja, ja! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt! Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Da! Du musst aufhören, sonst sterben wir. Falsch, du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen anjagen. Ja. Ach komm, braver Hund. Haltet sie auf! Siehst du ein Kind? Da! Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wo es lang geht. Ja, kommt! Versucht's doch! Hört mal her! Ab jetzt bestimme ich die Regeln! Männer! Die Ehre der Armee liegt in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So gottverdammt tot! Fuck! Schnell weg! Jetzt kommt der Große. Du wirst meine Männer nicht töten. Nun, also, eigentlich habe ich sie schon alle getötet. Daddy ist da. Ich denke mir gerade so, was war das? Alter. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Oh Gott. Ja, Amicia ist jetzt... Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht.
Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Die wird irre. Ich verliere den Verstand. Komplett. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Bereit. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich. Lukas! Die Treppe! Los! Mach schnell! Was zur Hölle? Was war das? Stupefaccio. Du gewöhnst dich schon dran. Stupefaccio. Ah, die haben noch meine Schleuder. Scheiße, ich bin... Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja, ja. Wohin jetzt? Es muss ein Übergang geben. Ein Fenster. Ein Dach. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Himmel, ist das hoch. Bist du sicher? Geht so. Komm. Oh, das ist ganz schön gefährlich. Shh, ganz ruhig. Komm. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Oh, bitte. Bitte, bitte. Du schaffst das. Oh, meine Nase. Leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Da steht jemand. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ich hoffe, sie kommt nie wieder. Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Hier. Beschlagnahmtes Zeug. Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh. Habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Oder auch mich. Und ich werde euch alle töten. Nicht. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Lukas, Stupefaccio wäre gut. Ja, wenn du aufsiehst, lauf los. Beeil dich. Er löst dich bald auf. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Ja. Gehen wir zurück zum Haus. Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aufstand! Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mache seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt. Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen. Wir schaffen das. Ja, stimmt. Hey, da unten ist das Haupttor. Ganz nah.
Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Hier, geht's runter. Oh, Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Ja. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau. Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Kann man nichts mitnehmen? Okay. Schade. Na gut. Bam, 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 bam. Trockenpflanzen, Pulver. Such weiter. Waffen. Schwerter. Oh yeah. Komm schon. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Nimm doch wenigstens die Messer mit. Sehen wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Nein. 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 Aber das... Das könnte trotzdem nützlich sein. Wo ist der Nachtschatten? Statt sich ein paar Messer einpackt, ey. Vielleicht hier. Oh, bitte. Wo haben Sie sie hingetan? Oh, sie muss irgendwo sein. Vielleicht hier? Nein. Das behalten wir mal. Das sei denn, der packt sich die ganze Zeit irgendwas ein. Sieht verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Oh, hier. Oh, da bist du ja. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Der Geruch? Das... Ja, ich hab den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Und wieder hoch. Und einmal rum. Briefe, okay. Warte mal, das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Guyenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war... irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, gibt's eh nicht mehr. Ist alles... Geschichte. Und eine weitere Erinnerung. Ich würde gerne mal kurz da hinten gucken. Aber nein, hier gibt es nichts. Dann gehen wir runter. Es muss ja irgendwie einen Weg nach draußen geben und dann nehmen wir den einfach. Ach dort, okay. Er hat schon gewartet. Sorry. Also, was ist jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist! Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hier bleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Wir nehmen das da. Siehst du das auch? Was? Das Auto. Da oben. Also, die Balliste. Die Balliste, hör ja. Zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dann haben wir genug Rauch, sodass keiner was sieht. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln! Wir müssen uns beeilen. Na, bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Wir könnten den Schrank dahin schieben. Da! Da ist ein Karren. Ja,
Gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Willst du mich verarschen? Weiter. Und denn? Los. Das reicht doch noch nicht. Hä? Hallo? Ist er hängen geblieben? Gucken, was wir hier drin haben. Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Okay, die Schleuder. Nee. Aber zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Vielleicht jetzt? Gut, können wir jetzt was dann machen? An die Arbeit. Yes. Ja, ich will das Messer. Viel besser. Zwei Messer zu tragen wird uns, glaube ich, echt helfen im späteren Verlauf. Was ist denn jetzt hier mit ihm? Bist du backen geblieben oder? Ach, der Karren. Er meint den Karren. Upsi. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Na los. Gut. Dann ran an die Kurbel. Du ran also Kurbel los. Mal. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Oh. Was? Stimmt, ja. Da ist dein Gegengewicht. Ich yeah. übernehme die Kurbel weg. Let's Lukas, go. Das übernimmst du. Natürlich. Und abwärts. Los, Lukas. Es funktioniert. Ja. Die Kette ist kaputt. Lass los! Gut. Los, zur Tür damit, schnell! Mega krass. Mir gefällt das. So. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Hier passt es. Halt! Das Stupefaccio! Genau. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Okay. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Echt jetzt? Yay, Stupefaccio hat uns gerettet. Der Name. Na endlich, wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Naja. Ich hoffe es, für euch.